Jetzt Windkraft. Die kennen wir so. Für die einen Hoffnungsturbinen auf dem Weg zu klimafreundlichem Strom, für die anderen verschandelte Landschaft. Windkraft geht auch anders, sagt nun ein Schweizer Start-up, nämlich so, dass Klima und Landschaft intakt bleiben. Wie das aussieht, wurde jetzt auf dem Chasseral demonstriert. Matthias Pfander zeigt es Ihnen. Diese Drohne produziert Strom. Im Flug. Mit Windkraft. Sie gehört dem Start-up TwingTech. Mit dem Test auf dem Chasseral beweist die Firma, dass diese Technologie wirklich funktioniert. Proof of Concept heißt das. Wir haben auf diesen Moment eigentlich 2 Jahre eingeschafft und jetzt funktioniert es einfach perfekt. Ist das auch ein Bubentraum, der hier in Erfüllung geht? Ja, Bubentraum, es ist eine Vision, wo wir als Team darauf einschaffen, seit Jahren schon. Und jetzt zu sehen, dass es endlich klappt, ist absolut genial. Und so funktioniert's. Die Drohne zieht mit Windkraft eine Leine in die Luft. Durch das Abwickeln der Leine wird eine Spule mit einem Generator in der Bodenstation angetrieben und Strom erzeugt. Im Moment etwa der Bedarf eines Haushalts. Ist die Leine ausgerollt, fliegt die Drohne wieder zurück. Die Leine wird eingezogen und es geht von vorne los, solange wie der Wind bläst. Bei Start und Landung braucht es noch menschliche Unterstützung. In Zukunft soll alles vollautomatisch gehen. An der Impa in Dübendorf ist TwingTech zu Hause. Mit der Energiedrohne wollen Rolf Luchsinger und sein Team in einem ersten Schritt Dieselgeneratoren ersetzen und die Kosten für die Stromproduktion um die Hälfte unterbieten. Bis in 3 Jahren soll das System auf dem Markt sein. Konkret sind wir dran, Geschäftsentwicklung vor allem in Kanada zu machen, für abgelegene Siedlungen, für Minen, die eben teuren Dieselstrom jetzt haben. Mit diesen Plänen ist TwingTech nicht allein. Es gibt etwa 1 Dutzend ähnliche Projekte weltweit. Darunter mit SkyPull, ein weiteres Schweizer Unternehmen. Aus Deutschland stammt die Firma Enertech. Und hinter Makani Power aus den USA steckt der Google-Konzern Alphabet. Also viel Konkurrenz. Inwieweit diese Technologien den steigenden Strombedarf aus erneuerbaren Quellen zu decken helfen, ist umstritten. Energieexperte Jürg Rohrer bezweifelt, dass solche Anlagen große Verbreitung finden. Ich finde das einen interessanten technologischen Ansatz, aber es ist meines Erachtens klar für eine Nische im Markt gedacht. Dazu kommt noch, dass es mehrere Entwickler gibt, wo ähnliche Produkte dran sind zu entwickeln, sodass es für das einzelne Produkt erst recht schwierig wird, sich durchzusetzen. Die Pläne von TwingTech reichen aber weiter. Das Team rund um Rolf Luchsinger verfolgt die Vision von schwimmenden Energiedrohneninseln weit draußen im Meer. Es gibt schon Offshore-Windkraft. Das Problem dort ist, die Anlagen sind eigentlich nur im seichten Wasser aufzustellen, weil die Windturbinen im Boden verankert sein. Es gibt auch erste Konzepte, wo man das versucht, schwimmen zu machen, aber das gibt eine riesige Struktur. Unser Ansatz ist wirklich, dass wir eine schwimmende Windkraftanlage machen können und so eigentlich erst den Ozean als Ort zum Windenergie nutzen zur Verfügung stellen. Aber bis es soweit ist, müssen auf dem Chasseral noch viele weitere Testflüge abgespult werden.